Hallo, willkommen wieder bei Differentialgleichung und wir beschäftigen uns immer noch mit den separierbaren Differentialgleichungen. Und da hatten wir festgestellt, also dass hier praktisch die Differentialgleichung so aussieht, dass ich auf der einen Seite nur Ys habe und auf der anderen Seite nur Xe. Und Y ist dabei eben eine Funktion in X. Y gleich Y von X. Und wir hatten letztes Mal gesagt, dass wir noch ein weiteres Beispiel dazu machen wollten. Und also hier haben wir wieder ein Anfangswertproblem. Das sieht folgendermaßen aus. Y' gleich Y mal Cosinus x geteilt durch 1 plus 2y Quadrat. Und der Anfangswert ist Y an der Stelle 0 soll 1 sein. Also fangen wir an. Okay, das müssen wir jetzt rüber multiplizieren, genauso das. Dann bekommen wir 1 plus 2y Quadrat durch y mal y' gleich Cosinus x. Schreiben wir das Ganze nochmal etwas netter auf, bevor wir integrieren, damit es einfacher geht. Das ist also 1 durch y plus 2y dy gleich Cosinus x dx folgt daraus. Und ja, jetzt sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt integriere ich auf beiden Seiten und addiere noch eine Konstante. Die einzig harte Nuss, die wir hier knacken müssen, ist 1 durch y zu integrieren. Also, wenn man sich erinnert, dann ist das Integral von 1 durch y ist die Funktion der natürliche Logarithmus, und zwar nicht nur von y, sondern von Betrag y. Okay, das heißt, wir bekommen hier, das ist der natürliche Logarithmus von Betrag y plus y Quadrat auf dieser Seite. Und auf dieser Seite, auf der anderen Seite, ist es dann Sinus x plus die Integrationskonstante c. Also, jetzt benutzen wir unsere Anfangsbedingungen und also y an der Stelle 0 ist 1. Also, dann muss ich hier für y 1 einsetzen. Ja, schreiben wir es erstmal hin. Der natürliche Logarithmus von Betrag 1 plus 1 Quadrat gleich Sinus von, jetzt ist x 0, von 0 plus c. Und ja, der natürliche Logarithmus von 1, also 1 Betrag ist ja 1, ist 0 plus 1 gleich Sinus von 0 ist auch 0, also gleich 0 plus c. Damit habe ich c ermittelt und c ist 1. Also sieht dann die Lösung so aus: Logarithmus von Betrag y plus y Quadrat minus Sinus x minus 1 gleich 0. Das ist jetzt eine implizite Lösung. Also die kann man jetzt schlecht nach y auflösen. Ich wüsste jedenfalls im Moment nicht wie. Und also wir beenden jetzt damit dieses Beispiel und kommen nochmal ganz generell dazu. Also wir haben jetzt in den letzten beiden Folgen die separierbaren Differentialgleichungen betrachtet und es wird jetzt so weitergehen im Wesentlichen, also um Differentialgleichungen zu lösen. Man kann sich schon vorstellen, dass es einfach schwierig ist. Ja, einfach, wenn man sich mal die geometrische Repräsentation ansieht, dann ist es eben so, dass ich ein Integral einer Funktion f ja irgendwie noch so darstellen kann, indem ich sage, ja, das entspricht der Fläche. Also das Integral von dem Punkt A bis B entspricht eben dieser Fläche der Funktion, ja, der Fläche unter der Funktion. Und ich meine, wenn ich mir die geometrische Repräsentation von Differentialgleichung anschaue, dann ist die eben ja ungleich schwieriger. Weil da habe ich ja ein Richtungsfeld, wie wir in der ersten Folge gesehen haben. Das heißt, ich habe Richtung in allen Punkten. Und
Ich meine, da ist es so, dass sich schon bei der geometrischen Repräsentation praktisch etwas unsicher bin, wie bei so einem Richtungsfeld die Lösung sein kann. Wir haben ja gesehen, dass man das schon entscheiden kann, aber oder numerisch berechnen kann, aber es ist eben nicht so einfach wie beim Integral hier Lösungskurven zu finden. Und ich meine, im Wesentlichen laufen die ganzen Sachen in den Differentialgleichungen eigentlich immer darauf hinaus, dass ich Situationen suche, in denen ich es lösen kann. Also ich versuche, eine Differentialgleichung zurückzuführen auf Situationen, die ich lösen kann. Und ich meine, hier habe ich eben die Differentialgleichung in diesem Fall auf das einfache Integral zurückgeführt. Also ich habe die DGL einfach in Integrale umgewandelt, die ich natürlich lösen kann. Und so wird es eben weitergehen. Und wir kommen als nächstes in der nächsten Folge, werden wir uns dann die exakten Differentialgleichungen anschauen. Okay, tschüss, bis dann.